Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Wow, heute habe ich einen vollen Lauf. Also, ich wollte euch jetzt noch was erzählen, weil ich habe seit neuestem, ich habe TLL oder TL, ja, also auf jeden Fall irgend so eine Internetseite für, also bei Joy kann man es auch sehen. Aber da kostet es was. Aber wenn man einen Joy hat, sieht man bei Joy, wie der andere Sender heißt. Und dann kann man den Sender googeln und dann kann man es umsonst gucken. Ja, das ist so ein Geheimtrick. Und da habe ich eine Serie entdeckt. Also ich liebe gerade total diese Doku-Soap-ähnlichen, wo Menschen über ihr Leben erzählen und so diese Reality-Geschichten. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was da gerade bei mir abgeht, aber es ist halt echt so wichtig, so wenn man nicht wirklich Lust hat, so was zum Grübeln anzugucken, wie der Da Vinci Code. Den habe ich mit 9 gesehen. Illuminati und so hab ich auch gesehen. Aber den Nachfolger von Illuminati habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Könnte ich noch machen. Ich habe auf DVD. Ich weiß, was ich nach diesem Dreh tue. Jetzt wisst, könnt ihr mir in nächstes Jahr schreiben. Ich weiß, was du letzten Sommer nach diesem Dreh getan hast. Ja, egal. Auf jeden Fall gucke ich gerade zur Zeit, habe ich dann durch Zufall, erst habe ich mir diese ganzen Crime-Dokus reingezogen. Aber es ist immer dasselbe im Grunde. Irgendjemand stirbt und irgendwie ist es dann. Und ja, das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Und dann habe ich angefangen, Alle meine Frauen zu gucken. Das ist so eine Serie über einen Polygamisten, der heißt Cody und seine Frauen. Die eine heißt Robin, die andere heißt Mary, die andere Christine. Und dann war da noch eine, ich glaube Jeanette. Sehr nette Familie. Zur Polygamie habe ich übrigens keine Meinung im Moment. Ich gucke es halt an. Es ist halt einfach, es läuft und was läuft, guckt man. Meine Güte, bei uns in der Nachbarschaft klingt es inzwischen, als ob jeder sein halbes Haus abbaut. Egal. Auf jeden Fall, und danach habe ich dann zufälligerweise Couponing oder wie auch immer das heißt. Also auf jeden Fall eine Serie, wo Leute mit Coupons einkaufen gehen, angefangen zu gucken. Und das ist so weird. Also wirklich, das ist so abgedreht. Also die haben da teilweise Rechnungen über Tausende von Euro oder Dollar und die drücken sie dann runter auf so einen Betrag wie 50 Euro, wo ich, 50 Dollar, wo ich mir dann denke, boah, krass. Aber was ich daran am faszinierendsten finde, ist, die haben da richtige Lager. Also ich meine nicht so ein bisschen, ich stapel hier mal so ein paar Nudeln übereinander. Nee, das ist dann wirklich so, ich hab Klopapier, bis ich 50 bin. Und habe angefangen mit fünf zu sammeln. Also wirklich, das sind dann so riesen Stapel von Zeug, wo ich dann echt mich frage, das braucht doch keiner. Das ist ja wirklich, das ist viel zu viel. Ich meine, gut, wir haben auch einen ganz schönen Stapel Klopapier. Meine Mutter sagt auch immer, wir brauchen Minimum 3 Packungen Klopapier im Haus haben. Da ist sie ein bisschen neurotisch. Das ist ihre Neurose. Ich sag da gar nichts dazu, weil ich habe genug eigene Neurosen. Ja. Aber auf jeden Fall, für mich ist das so total surreal, wenn die dann da einkaufen gehen und zum Beispiel sie sagen, pack mal 50 Packungen Schmerztabletten ein, weil wenn wir das so kaufen, kriegen wir 1 Euro zurück. Wo ich mir dann denke, ja, das stimmt zwar, aber dann hast du 50 Packungen rumstehen. Also ein Teil von denen spendet auch, aber viele von denen haben dann wirklich einfach so riesen Lager. Und ich, eine von denen, und das war so, die sagt so, wir müssen Geld sparen, damit wir für unser Leben. Und auf der anderen Seite sagt sie, und damit ich das Geld spare, haben wir uns jetzt sind wir in ein größeres Haus umgezogen, weil wir sonst nicht genug Platz gehabt hätten für die Vorräte. Wo ich mir dann denke, das ist doch sinnfrei. Oder eine andere, die sagt, sie spart am Geld und kauft sich alles Mögliche für die Tiefkühle. Und hat dafür jetzt um die 4, 5 Tiefkühlschrank-Kombos rumstehen, was ja auch Strom wiederum frisst. Also es ist an sich auch noch eine Unlogik in dieser ganzen Geschichte für mich. Also es ist so ein unlogisches, irrationales Handeln da, dass es sich mir keinen sinnoffenbarenden
Moment hat. Und ich muss sagen, ich habe dann für mich auch überlegt, ich bin ja auch jemand, ich habe auch einen riesengroßen Vorratsdinger. Also, ich kann jetzt nicht sagen. Also, meine Mutter sagt, wir haben genug Seife, bis ich 50 bin. Wenn ich sie so benutze, wie ich sie jetzt benutze, reicht es noch ewig. Und ja, und ich soll jetzt mal aufbrauchen und ich bin schon dabei, aber ich merke jetzt schon durch die ganzen, ich habe ja durch Corona hier und da ein bisschen gehamstert. Ja, und auf jeden Fall merke ich jetzt gerade für mich auch, es ist unglaublich schwer, dann diese ganzen Vorräte und Hamstergeschichten so aufzubrauchen, dass sie noch mit dem Ablaufdatum passen. Klar, ich habe viele Sachen mir gekauft, die ein langes Ablauf- und Haltbarkeitsdatum haben. Ich habe da wirklich dann schon überlegt, was brauche ich vielleicht länger, was könnte dann, was, oh mein Gott, ich muss meiner Mutter heute noch ein paar Salzstangen vielleicht geben. Oh, diese ganze Rucksack sollte weg. Ich sollte vielleicht meinem Papa auch was geben. Ihr habt doch mal miterlebt, wie ich hier einen Rucksack gepackt habe mit so Zeug, weil als ich euch erzählt habe, dass ich gehamstert habe. Gott, der ist immer noch über die Hälfte voll. Oh, und wir haben gefuttert. Ihr könnt mir glauben, wir haben gefuttert. Also, ich sag's jetzt mal so: Meine Mutter sagt immer, wer viel kauft, der kauft nicht klüger oder wenn er es im Angebot kauft, sondern der tut nur das Kapital bündeln. Und das ist mir dann auch durch dieses ganze Coupon-Geschichte, ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich nicht spare, sondern ich tue nur das, was ich brauche. Klar, ich habe das Gefühl, ich spare, aber ich tue Platz verbrauchen dadurch und ich habe auch natürlich immer noch die Ausgabe. Und ich würde jetzt gar nicht zusammenrechnen, was da für ein Warenwert bei mir teilweise rumliegt. Zwar nicht so hohe Werte wie bei denen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, da ist nichts. Ja. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich euch dazu zu erzählen hatte. Ich wollte euch das nur mal so erzählen, weil es irgendwie hat mich gerade beschäftigt und ich dachte, das könnte ich mal zu einem Video machen. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch kennt, so dieses Hamstern oder ob ihr die Serie jetzt sogar kennt. Wenn ich mich daran erinnere, werde ich euch auf jeden Fall den Titel der Serie für mich in meinen, also als Videotitel nehmen. Weil wenn ich das dann mache, ja, dann mache ich so, weil dann könnt ihr einfach die Serie googeln und dann habt ihr es viel einfacher. Falls ihr es auch angucken möchtet. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.riedwald@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.